Servus, hier ist der Vortex und heute mit Infos zu Call of Duty Advanced Warfare. Denn seit gestern, den 23. Juni, sind die Gear Set XP Bonuses im Spiel hinzugefügt worden und man hat jetzt auch sogar den Glow-Effekt, den man auf dem Bild so gesehen hat. Und auch im Anpassungseditor für deinen Charakter sieht man jetzt dann die ganzen Sets und was da dazugehört, die man besitzt, die sind gelb markiert und die man noch nicht hat, die sind grau hinterlegt. Und ich finde es eigentlich eine gute Veränderung. Den Glow-Effekt finde ich eigentlich recht cool in der Lobby. Im Spiel ist mir noch nicht aufgefallen, ich glaube im Spiel existiert er auch nicht, nur in der Lobby. Und es ist einfach auch so, dass man jetzt dann viel mehr Übersicht hat, welche Sets oder was zu was gehört. Und sogar auf die Standardausrüstung, zum Beispiel ich trage jetzt das KVA Zivilisten Set, auf das kriegt man auch die 5% XP Bonus, so wie es mal ausschaut. Und ich finde es eigentlich eine gute Veränderung, denn 5% sind immerhin 5%, die man schneller levelt. Und wenn man richtig gute Spiele hat, dann reißt es auch ein bisschen was aus. Und das war's auch schon mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Vortex.